Local Web Konferenz 2016 in Nürnberg mit Marco Richardson, Technical Evangelist von Microsoft Deutschland. Marco, das Digitale dringt immer weiter in die analoge Welt vor. Du beschäftigst dich mit User Experience und Interfaces. Welche Technologien machen denn das Internet lokal? Ich denke, die Technologien, die am Ende dazu beitragen, dass der Nutzer eigentlich gar keinen großartigen Unterschied mehr merkt zwischen bin ich jetzt gerade im Web unterwegs oder bin ich lokal gerade auf meinem Gerät unterwegs, sei es jetzt Rechner, sei es Tablet, sei es Telefon. Und da geht es, denke ich mal, Touch, das sind diese Geschichten, die sind klar, die UX im Moment stark verändert haben, aber auch dieses ganze Geschichten mit App-Development. Man hat jahrelang versucht, wirklich Apps großartig fancy darzustellen, und das geht so ein bisschen auch in die Richtung, die ich heute gesagt habe, dass auch viele andere Geschichten reinspielen, wie zum Beispiel Spracheingabe. Also das, was wir heute zum Beispiel auch gesehen haben mit Cortana, dass ich einfach sagen kann, ich kann für Obdachlosenmagazin einfach mit einem Sprachbefehl 50 Euro spenden. Solche Dinge, wo ich eigentlich gar nicht überhaupt erst UX am Bildschirm erstelle, sondern wirklich im Endeffekt eigentlich auf einem ganz natürlichen Weg mit dem Gerät spreche. Wie gestalte ich meine Inhalte, die ich lokal an meine Nutzer ausspielen möchte? Lose und flexibel, würde ich sagen, weil ich glaube, dass gerade, wenn man seine Daten lokal an den Mann bringen will, und das ist, hat, glaube ich, wirklich immer was mit der Situation zu tun. Also ich glaube, dieses ganze Location-Based-Ding ist einfach was schnell passieren muss, was flexibel passieren muss. Also wir haben heute Beispiele gehört, wie wenn ich am Laden vorbeigehe dann, und ich kriege eine Push-Notification auf mein Gerät, dass ich, wenn ich jetzt in den Laden gehe, 10% auf irgendwelche Artikel bekomme. Das ist so der Klassiker, dann muss es schnell sein. Und ich muss tagesaktuell im Endeffekt auch die Daten eigentlich haben, die ich dann auch, wie zum Beispiel diesen vergünstigten Artikel, das muss einfach schnell da sein und braucht keinen riesigen Datenboost, sondern muss einfach wirklich schlank sein. Ermöglicht das Local Web neue Darstellungsformen aus deiner Sicht? Spielt ein bisschen in das rein, was ich gerade gesagt habe, mit zum Beispiel Sprechen, also mit Spracheingabe, Sprachausgabe, weil ich glaube, dass ich dadurch dann einfach das Konsumieren verändert. Also ich führe dann vielleicht keine Dialoge mehr mit irgendwelchen Weiterdruckgeschichten. Ich drücke auf einen Button mit meinem Finger oder mit der Maus, sondern ich interagiere mit dem System und sehe vielleicht teilweise überhaupt gar keine Oberfläche. Und ich glaube, das ist was immer mehr kommt. Ob das jetzt was damit zu tun hat, ob es jetzt lokal ist oder nicht, ich denke einfach, es bietet sich lokal an, weil lokal, das ist unser Privates, ist das, was wir um uns herum haben, das ist die analoge Welt, und ich glaube, mit der interagieren wir sprechen auch miteinander. Also ich schreibe es ja auch nicht auf. Und ich glaube, das sind so die Dinge einfach, die da reinspielen werden. Microsoft spricht gerne von More Personal Computing. Was ist denn das aus deiner Sicht? Das sind genau die Technologien, die es braucht, um menschlicher zu interagieren, also auch mit der menschlichen Sensorik, mit kognitiven Geschichten zu arbeiten. Wir haben heute ein Video gesehen von einem Blinden, der sich wirklich eine Brille bastelt und im Endeffekt diese Brille für ihn wirklich Dinge erkennt, die vor ihm passieren, und ihm das dann wirklich live sagen können. Das sind zum einen diese Sachen, die unsere Vernetzung, unsere digitale Vernetzung persönlicher macht, und aber einfach auch die, wie zum Beispiel eine Spracheingabe, das ist auch persönlicher, als es irgendwie zu tippen, oder eine Eingabe mit einem Stift. Also all diese Dinge, wo ich meine normalen Sinne und meine Handschrift und all diese Dinge wieder einsetze und eigentlich mehr von diesem Maustastatur-Ding weggehe, wenn es um Interaktion geht. Wie sieht denn aus deiner Sicht die Zukunft aus, wenn es darum geht, lokale Geschäfte, Angebote oder Dienstleistungen besser zu nutzen? Die Zukunft hängt, glaube ich, auch ein bisschen von den lokalen Geschäften und von den lokalen Services tatsächlich selber ab. Ich glaube, da müssen sich viele einfach mal bewegen in eine digitale Richtung und es nicht vor sich hinschieben und lieber das endlich mal angehen, als Zettel aufzuhängen, wo man eine Beratungspauschale verlangt. Das finde ich eigentlich eine Entwicklung, die ist nicht so sonderlich schön, aber da muss einfach sich auch das lokale Geschäft sich ein bisschen bewegen. Ich glaube, die technischen Möglichkeiten sind da. Wir unterhalten uns da schon seit 2-3 Jahren über tolle technische Dinge. Sie müssen halt einfach nur umgesetzt werden, und da muss teilweise einfach auch am eigentlichen traditionellen Business ein bisschen gearbeitet werden. Wir haben heute ein Beispiel gehabt, der Straßenkreuzer, ein Verein für oder gegen Armut und für Obdachlose beziehungsweise für die Reintegration von Obdachlosen ins normale Leben, die haben eben ein Modell entwickelt, das komplett analog funktioniert, also ganz normales traditionelles Business. Da geht es ums Verkaufen von Magazinen, Papiermagazine, und das kann, die Idee funktioniert nur analog, also sie würde rein digital nicht funktionieren. Und da ist dann eben so, dass man sich eben hinsetzen muss und sich überlegen muss, wie kann ich zusätzlich digital und analog zusammenbringen und füttern.
damit ich das Ganze wirklich auf die Straße kriege. Und ich denke, da muss auch die Zukunft hingehen, dass man nicht sagt, das eine löst das andere komplett ab, sondern das muss sich irgendwo in der Mitte treffen. Und da muss wirklich auch das lokale Business im Endeffekt sich ein bisschen ein Stück weit öffnen, das nicht immer vor sich hinschieben, das mache ich morgen, ich habe keine Zeit, das will ich alles gar nicht hören, sondern sich auch wirklich bewegen. Weil ich glaube, wenn man da ins Hintertreffen gerät, ist nicht mehr gut. Marco Richardson von Microsoft Deutschland, herzlichen Dank fürs Interview. Dankeschön.